Willkommen zurück zu Let's Play Dino Crisis. Ich habe via Kommentar eine Anfrage bekommen. Und zwar sollte ich doch mal zeigen, was mit Regina passiert, wenn sie in dieses Teil geht, in diese Nebenwirkung der dritten Energie. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal kurz an. Denn das würde mich jetzt auch interessieren. Die Münze wurde verformt. Och nee, das ist so langweilig. Sie hätten wenigstens so eine Todeskatzin machen können. Wo sie einfach nur... Boah, ich hätte es genossen. Aber... Dem ist ja wohl leider nicht so. Jetzt müssen wir die Türe... Die Türe mit S... Genau. Oh nein, dreh dich um. Da ist eine andere Tür. Nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben noch nicht so viel geschafft. Ruhestation. Ich glaube, die Tür war auch ganz in der Nähe. Ich meine, ich war ja eben schon dort. Und hab gehofft, es wäre W, aber es war S. War sie vielleicht sogar... Och nee. Okay, egal. Ist jetzt egal. Ja, dann komme ich wenigstens mal dazu. Bitte. Boah, verdammte Scheiße. Entschuldigung, aber das musste sein. Und wir haben zwei Schränke. Moment mal kurz. Wie viele Stecker habe ich? Vier. Erstmal Heilung. Ja gut. Blutstiller, Verstärker. Verstärker ist immer gut. Dieses Heilmittel ist wohl auch nur zum Mixen gedacht, ne? Genau. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier einfach mal mit Wiederbelebung. Da fehlt mir nämlich noch eins. Gehen wir hier auf Sortieren. Ich glaube, dann sortiert er automatisch. Hätte man jetzt nicht denken können. Genau, jetzt habe ich den nämlich auf einen Slot. Ein Verstärker und ein Blutstiller. Denn der Verstärker macht ja, glaube ich, aus dem Blutstiller eine Heilung. Oh Gott, jetzt seht ihr, wie ich mixe. Blutstiller. Bitte mixen mit Verstärker. Das ist falsch, oder? Aber was wird daraus? Medizin L. Genau. Und jetzt könnte ich das noch mixen wohl mit dem Heilmittel. Und daraus wird... Medizin M++ bringt die volle Kraft zurück. Jetzt haben wir davon schon drei. Gut, das wär's für jetzt, oder? Ah ne, wir haben noch zweimal Heilmittel. Wart mal. Und ich habe einmal Medizin S, wenn ich das Heilmittel mixe mit der Medizin S. Heilmittel, Medizin S. Vollständige Heilung und Stoppen aller Blutungen. Okay. Munition müssen wir uns, glaube ich, gerade nicht angucken. Und verdammt, wir brauchen A. Okay, dann gucken wir uns besser doch Munition an. Ja, öffne sie. Giftpfeil, das ist schon mal was Gutes. Dann Hitzegranaten, Betäubung. Ist Hitzegranaten auch? Also kann ich davon auch 6 mitholen? Ach, ich habe die im anderen Raum gar nicht mitgeholt. Da wollte ich nochmal hin. Ja, stimmt. Ne? Da wollte er nochmal hin und hat's vergessen. Oh Gott, ich könnte mich umbringen. Gut, wir haben auf jeden Fall einen Giftpfeil. Damit können wir einen von denen ausschalten, aber nicht beide. So, würdest du bitte kurz mal equip. Bitte das Schrotgewehr und den Giftpfeil. Und gut zielen und Schuss. So, der ist tot. Als nächstes hätte ich jetzt gern den Granatwerfer, also die Granatenpistole. Und nicht die Pistole, die Granatenpistole. Und diese Hitzegranaten. Mach einfach mal, probier mal. Komm schon. Wie viele Schüsse braucht man denn mit einem Granatwerfer, um einen Dino zu töten? 3. Ich hab's gerade beantwortet. Gut. Bluten tust du nicht, ne? Nein. Oh Gott, nicht dahin.
Ich habe, wie gesagt, in diesem Safe-Raum, wo Rick als letztes war, dort habe ich noch Munition in der Box, soweit ich weiß. Mal sehen, ob wir daran vorbei... Ja doch, Durchführungsraum, wir kommen daran vorbei. Oh Gott, da läuft was. Oh nee. Was war das? Bitteschön, ein Schlag und ich war tot? Bist du dir da ganz sicher? Meine Güte. Wiederbelebungsmedizin wurde benutzt, ja, ja. Hab immer noch eine. So, jetzt reicht's. Ich habe noch 3 Granaten, nur noch. Die reichen nicht, um den Dino zu töten. Interessanterweise, denn ich kapier's immer noch nicht. Echte Dinos haben definitiv nicht 3 Granaten ausgehalten. Oder hätten definitiv nicht 3 Granaten ausgehalten. Du kommst jetzt um die Ecke. Vielleicht komme ich noch an dir vorbei, ja. Alter, ich hab's geschafft. Es ist ein Wunder geschehen. Ein Wunder. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Wird das Video jetzt gesperrt? Hoffentlich nicht. Obwohl, ich hab grad gesungen. Es ist besser, das Video wird gesperrt. Das ist der Notgenerator. Du bist der große Aufzug. Ach so, stimmt, hier liegt ja auch noch der T-Rex. Und das ist der Raum, den ich eben meinte. Ich brauche jetzt erst die Munition. Und ich muss mich die ganze Zeit räuspern. Keine Ahnung, woran das liegt. Hier. Yeah. So, Granaten bitte. Kannst direkt sortieren. Habe ich direkt einen Slot mehr. Hitzegranaten. Kannst auch direkt sortieren. Ah ne, die habe ich verschossen. Und die Schrotgewehrpatronen. Nochmal sortieren gerade. Habe ich noch was frei? Nee. Okay. Bis an die Zähne bewaffnet, gehen wir jetzt durch diese Tür und dahinter ist kein Gegner. Und ich hätte gerade speichern. Ich speichere nochmal. Entschuldigung. Aber es ist besser, denn hier wartet auch schon ein Diener auf uns. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe und den ich schon getötet habe. Yep. 4:09 stand da, glaube ich. Yep, 4:09:53 laufe ich schon hier rum. Und das ist nur die Spielzeit, da wird immer abgezogen, wenn man stirbt. Also es sollten um die 5 Stunden sein. Bei Tomb Raider wären es jetzt schon 10 Stunden eigentliche Spielzeit. So, könntest du... Nee, da oben ging's nicht lang. Ich weiß nicht, ob es die Garagentür da hinten war. Oh, nee. Es war die Garagentür. Abraham, oh, nee. Es musste sein. Transportdurchgang, das kann sein. Oder... Warte mal, du bist jetzt offen, ne? Okay. Jetzt geh mal hier dran vorbei. Ich weiß, dass ich hier wahrscheinlich... Was soll denn das? Weg mit dir! Weg mit dir! Hitzegranaten hier. Oh nee. So. Ich hoffe mal, es gibt hier keinen Bossfight. Der eigentliche Boss, der mögliche, der T-Rex nämlich, ist ja eigentlich schon tot. Nicht, dass es noch einen zweiten gibt. Okay, wir haben diese Tür aufschließen können. Das heißt, hier drin ist wahrscheinlich auch irgendwas. Was macht dies da? Ja gut, damit hätten wir wahrscheinlich wieder das Gitter verschließen können. Und hätten nicht Munition. Warte. Dort sind versiegelt Behälter. So kann ihr Inhalt nicht durch Feuchtigkeit beschädigt werden. Ja toll, dass du das so analysierst, aber... Granaten. Öl und Ersatzteile. Und ein Stecker. Und das war alles? Oh, wie ich einfach nur konstant auf X hämmere und dann findet sie damit auch noch was. Diese Stecker sind unsichtbar. In den meisten Situationen.
Da muss ich jetzt sagen, das hat mit Schwierigkeitsgrad nichts mehr zu tun. Das ist einfach schlecht gemacht. Aber uns soll es nicht weiter stören. Fakt ist, wenn wir alle gesehen hätten, hätten wir auch viel zu viele. Stimmt auch irgendwie. Mit denen, die ich jetzt habe, könnte ich wahrscheinlich alle übrigen noch öffnen. Ho! War es hoch da? War es hoch da? Geh hoch da! War nicht hoch da, oder? Da war nur der Kran. Oh ja, das war nur der Kran. Ich gehe jetzt mal raus aus dem Raum hier und guck dann auf die Karte. Ich sag's euch, ich warne euch, ich guck auf die Karte. Bringt euch in Sicherheit. Ah nee, da ging's grad. Oh nee. Ich lauf ohne Karte. Bringt euch noch mehr in Sicherheit. Noch viel mehr. Mit Barrikaden und so einem Zeug. Und Popcornbehältern. Falls ich dann mit einem Flammenwerfer euch angreifen will und da stehen diese Popcornbehälter, dann. Ich muss weiter. Nein! So. Da, Karte. Nicht vergessen, was du tun wolltest, Marco. Nicht vergessen. Norden, kommen wir daher? Wir sind jetzt gewendet nach Osten. Von dort kommen. Das heißt, wir kommen von Osten. Genau. Und hier ist nichts mehr, das verschlossen sein könnte. Im Norden waren wir gerade. Da war auch nichts mehr. Insofern muss ich mich von Osten nach Süden und dann nach Westen drehen. Ich zeichne es gerade in meinem Kopf nach. Aber ich kann selbst in meinem Kopf nicht gut zeichnen. Es sieht verdammt hässlich aus. Wie eine tödliche Krankheit oder sowas. Am allerwertesten. Durchgang zum Durchgangsblatt. Er wollte mich nur umarmen. Habt ihr das gesehen? Oh, wie süß, yay! Aber ich habe ihn nicht gelassen und wenn er es nochmal versucht, knall ich ihn ab. Yay! Ruhestation, wo wir vor 5 Minuten schon waren. Aber wir haben da eben die Granaten geborgen. Ist auch ein Gewinn. Das hier ist Port, ne? Das ist W. Oh, lass es. Das ist doch W. So. Dann bleibt ja nur noch. Oh Gott. Oh! Ist mir das nicht schon mal passiert? Egal. Ich weiß, wo ich hin muss. Natürlich. Okay. Durchführungsraum, das zentraler Durchgang. Da war ich eben nicht. Ich war eben im Port. Das hier ist so, wie ich früher war. Das heißt, wo er nicht war. Hallo? Folgt er mir wirklich? Oh Gott. Hoch da. Er folgt mir wirklich, Leute. Oh. Oh nee. Ich bin so gut. Es tut fast schon weh, wenn ich das sage. Okay, ich weiß, wo es ist. Herumirrerei ist hiermit offiziell eingestellt. Ich weiß genau, wo es ist. Es ist hier unten, wenn ich aus dem aus dem Zacht, genau. Ich bin leicht müde, Entschuldigung. Aus dem Schacht rauskomme direkt rechts. Oder links. Aber wir können jetzt auch hier durch. Und da befindet sich Widerbell. Ja. Und C, die können wir auch öffnen. Wir haben jetzt die Karte C gefunden. Stabilisator Experimentierraum. Auch die Code-Disk D und wir haben auch schon die andere Disk D. Was passiert da? Oh nee!
habe ich den Dino gerade Horny genannt. Es kommt nicht mehr vor. Stecker, so, jetzt. Nein! Nimm bitte. Ja, was nehme ich denn da jetzt am besten? Wie war's? Morgens. Nee. Blutstiller. Morgens Blutstiller, genau. Equip. Granaten. Granata! Bumm! In der Luft. Bumm! Und er ist schon tot. So, der Tisch. In der Mitte des Tisches finden sich die Entwürfe diverser Teile. Okay. Schön. Wir haben nicht vor, sie nachzubauen, Regina. Ja, okay. Der Tisch ist also uninteressant. Diverse Maschinen auf der anderen Seite des Raums sind durch den Glasschild zu sehen. Das Glas fungiert als Anzeige und zeigt den gegenwärtigen Zustand der Maschinen. Das freut uns. Und wir können rein. Stufe A. Was hatte das dann überhaupt für einen Sinn, die Stufe C-Karte jetzt schon einzusammeln, wenn wir damit nur in den Raum können, in dem wir Stufe A-Karten brauchen? Ah, Steuerfeld bedienen, mach mal. Wartet mal,